bin Hans-Peter Rinner, ich bin CEO der Glarner Kantonalbank. Waschechten Urglarner, in Helm oben, aufgewachsen. Und seit 1. März 2013 leite ich die Glarner Kantonalbank. Wir sind eigentlich seitdem in Digitalisierung eingestiegen, ins Online-Geschäft eingestiegen und haben heute ein Geschäftsmodell, das sehr breit abgestützt ist. Wir sind eine klassische Kantonalbank, eine klassische Universalbank, wenn man so will, aber eben mit dieser speziellen Ausprägung jetzt neuerdings im Online-Geschäft und eben jetzt ganz neu auch als Anbieter von Software, weil wir eben die Online-Tools auch lizenzieren können und das einmal mindestens bis jetzt mit grossem Erfolg machen können. Wichtig ist, dass die Glarner Kantonalbank ganz klar ein Marktleader ist, hier im Heimmarkt. Der tun wir wegen dem eben nicht vernachlässigen. Jetzt geht es natürlich auch darum, dass man schauen, dass diese Sachen auch voneinander profitieren, einerseits, aber auch irgendwo mittelfristig wahrscheinlich auch werden zusammenschmelzen. Wir haben bei uns den Kreditprozess. Wir leben zu 75% vom Zinsdifferenzgeschäft. Und wir haben den Kreditprozess automatisiert und eben bereits hier schon recht weitgehend digitalisiert. Eben im 2010, 2011 war das. Und aus dem heraus sind wir überhaupt in der Lage gewesen, an einen Hypomat zu denken. Wir haben aber nicht aus dem heraus an den Hypomat gedacht, oder der ist aus dem heraus Sinn gekommen, sondern das ist eben das Schlüsselerlebnis. Wir haben angeschaut, was passiert mit unseren Margen, zu unseren Erträgen in dem Hypothekargeschäft. Und da sind wir, auf Deutsch gesagt, verschrocken. Und haben einfach gesehen, wir haben dringenden Handlungsbedarf. Als Marktleader ist es sehr schwierig, zu wachsen im risikoarmen Hypothekargeschäft. Und aus dem heraus haben wir uns überlegt, was können wir machen? Was können wir machen? Und so sind wir auf die Idee gestoßen. Der zweite ganz, ganz wichtige Punkt war, ist der Schweizer Hypothekarkunde internetaffin, um eben internetaffin genug, um eine Hypothek rein online, digital abzuschliessen und abzuwickeln. Und wir haben natürlich sehr klar an diesen Business Case geglaubt. Und umso schöner war es, dass der ziemlich gleich nach Lancierung so richtig durchgestartet ist. Das ist zum Flaggschiff geworden von unserem Online-Produkt. Und eigentlich durch das sind wir auch, ja, haben wir unseren Ruf uns können erarbeiten, die digitalste Bank in der Schweiz zu sein, weil wir eben nicht stehen geblieben sind. Der Risikomat, Kontomat, Investomat, der dann wirklich nochmal von der Innovation her ja, einen oben drauf ist, glaube ich, darf man sagen. Im Internet ein Angebot, eine Lösung, die muss einfach sein. Es war immer das Motto im Projekt Hypomat, konzentrieren, fokussieren, weil es komplex ist, der Internet kommt, auch wenn er noch so internetaffin ist, es einem nicht gelingt, in 3 bis maximal 5 Minuten, dass der Kunde erfasst, was heisst das, was kann ich da machen auf dieser Plattform und auch irgendwo abschätzen, wie viel Aufwand habe ich, bis ich am Ziel bin, dann klickt er weiter. Also das ist sicher eine ganz wichtige Erkenntnis. Eine andere ist, dass man rein auf online-basierter Werbung ist es sehr, sehr anspruchsvoll. Also die Offline, die flankierende Offline-Bewerbung von so einem Produkt ist enorm wichtig. Das ist ein Stück weit erstaunlich, aber es ist so. Eine weitere dritte ganz wichtige ist jetzt mit der Entwicklung, mit der Abdeckung eigentlich von der ganzen Palette vom Finanzierungsgeschäft bis über jetzt Anlagegeschäft. Es ist weh, also der Kunde hat weniger Hemmungen oder die Hemmschwelle ist tiefer, über ein Internetportal eine Finanzierung abzuschliessen, also Geld aufzunehmen, als dass er an so einem Portal Geld vertraut. Ich denke, das ist auch der Grund, warum jetzt nicht im Ausland oder in Amerika, aber ich denke in der Schweiz, warum sich die Robo-Advisory-Geschichte noch nicht so wirklich explosionsartig durchgesetzt hat. Aber ich bin fest überzeugt, es wird kommen. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, Kanalisierung, ein riesen Thema. Und wenn man da nicht bereit ist, das einzugehen, dann darf man das gar nicht anfangen, so eine Strategie. Mit der Kannibalisierung kann man jede Innovation im Keim ersticken. Und das ist bei uns zum Glück nicht passiert. Wir haben sie aber natürlich eingerechnet
Und sie ist auch jetzt konkret beim Hypomat ja, wirklich ziemlich genau so eingetroffen, wie wir sie eingeschätzt und beurteilt haben. Wenn man, wenn wir jetzt eben ein angestammtes Geschäft haben, dann ist das eben schon noch eine Herausforderung. Also, das ist so, dass Leute intern, Filialen, Filialberater, Privatkundenberater, das am Anfang vielleicht manchmal sogar so als Konkurrenz angeschaut haben. Oder? Aber auch dort haben wir einen Prozess mitgemacht und auch aktiv begleitet, auch von der Führung aus. Weil letztlich ist es ja viel schlimmer, jetzt im Beispiel vom Hypomat halt wieder, dass wenn der Kunde uns ganz verlässt, als wenn er auf einen Hypomat wechselt. Weil dann haben wir einen Ertrag immer noch im Haus. Wir haben uns überlegt, wie stark sollen wir zeigen, dass der Hypomat von der Glarner Kantonalbank ist. Der Verwaltungsrat hat uns darin bestärkt, eben zu zeigen, dass er von uns ist. Das hat mich riesig gefreut. Und mit dem hat er ganz klar gezeigt, wir stehen zu dem. Und heute steht der Verwaltungsrat klar zu dieser Digitalisierungsstrategie. Wenn wir jetzt all die Umaten gemacht hätten und ein viel lustig und es wäre nicht sichtbar in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung, dann glaube ich nicht, dass wir die digitalste Bank in der Schweiz genannt wurden. Oder dass wir auf so viele Veranstaltungen dürfen referieren und unseren Case vorstellen. Ich glaube, das ist das, was Eindruck gemacht hat. Wir haben eine Innovation gemacht, wir haben etwas Neues probiert und wir haben einen Erfolg damit. Ich glaube, wenn der Kunde das erste Mal eine Liegenschaft oder eine Wohnung kauft, also sprich, wenn er eine Beratung will, dann will er wahrscheinlich wie ein Mensch haben. Wenn er dann eine Verlängerung macht, dann ist er absolut ist er mal, das über das Internet auch zu machen und abzuwickeln. Jetzt aber auch bei dem Berater, der wird ja immer mehr von digitalisierten Tools unterstützt und in eine Lage versetzt, dass er seine Beratung noch besser überbringen kann. Mittlerweile ist in Bern angekommen, Fintech ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig werden oder sollte er auch werden in der Schweiz. Und dort hat in der Zusammenarbeit mit Fintechs hat auf beiden Seiten, aber jetzt bei der Finanzbranche, bei den Fintechs hat ein Umdenken stattgefunden, in meinen Augen, in den letzten Wochen und Monaten. Man hat sich am Anfang ändern als Konkurrent, fast schon als Find oder netter Ausdruck, als Disruptor angeschaut. Und da ist ein Wandel passiert. Fintechs haben gemerkt, ich brauche am Ende des Tages vielleicht gleich eine Bank, komme schneller voran. Und die Banken haben gemerkt, eben, die haben manchmal Sachen, die wir nicht haben, die aber für uns und vor allem dann macht es ja Sinn, für unsere Kunden wirklich Mehrwert bieten. Und das, die Zusammenarbeit, die hat sich, finde ich, in Guten verändert. Wir haben ein Team, wir haben halt auch Leute, die die Antennen überall haben und immer wieder mitbekommen, wenn irgendwo in der Rettung entsteht. Wir gehen sicher auch an viele Veranstaltungen. Und auf der anderen Seite kommt uns aber halt auch wieder dann die Medienpräsenz entgegen, dass wir manchmal auch kontaktiert werden. Und also das ist dann auch von der Art oft passiert. Am Anfang bin ich an jedem Gespräch selber dabei. Dann muss ich sagen, jetzt geht das nicht mehr. Aber auch ist wichtig, Netzwerk pflegen mit den Verbänden, die es im Bereich Fintech Startups gibt. Und etwas, was ich jetzt angestoßen habe, findet am 23. August statt. Nämlich eine Veranstaltung, wo Get-Together Kantonalbanken und Fintechs. Das ist die Idee. Ich finde, man sollte einander kennen, man sollte voneinander wissen, zumindest. Und dann entsteht wieder einmal etwas. Ich beschäftige mich schon lange mit Start-up-Szene. Ich habe meine Masterarbeit für das Corporate Finance bereits im 07 zu diesem Thema gemacht. Und da hat schon die Erkenntnis gewonnen, der, der wirklich eine Top-Idee hat, ein Alleinstellungsmerkmal, eine Innovation, der kann seine Partner mehr oder weniger auslesen. Wir sind ja nach wie vor der mit Abstand grösste Vermögensverwalter weltweit als Finanzplatz Schweiz. Das darf man nie vergessen.
Ich glaube, dort wird das auch Einzug halten, aber vielleicht nicht so in der letzten Konsequenz, weil halt in dem Bereich Private Banking, Family Office schon persönlich auch sehr, sehr wichtig ist und eben bleiben wird. Ich glaube, das wird generell wichtig bleiben. Einmal mehr, wenn wir sie anderen Fragen eben auch viel mehr sollten, nicht gegeneinander, miteinander oder nicht die eigenen Interesse zuvorderst haben, sondern schon, was braucht der Finanzplatz, als wir da den Anschluss nicht verpassen, die Grenzen sind dann nicht mehr so wichtig, wenn das alles noch weitergeht, wie sie heute sind. Und so Ideen, sich über Regulierungen oder eben andere künstlich aufgebaute Barrieren da zu schützen, das finde ich fatal. Das dürfen wir ja nicht machen. Jetzt ist da auch Bewegung reingekommen. Ich glaube, wichtig ist, dass eben der Regulator realisiert, das ist zu beachtender Wirtschaftszweig, der da am Entstehen ist. Und er sollte probieren, was anspruchsvoll ist, gebe ich zu, aber er sollte probieren, vorausschauend nicht zu verhindern, sondern zu ermöglichen. Das braucht auch ein Umdenken, aber da muss ich wirklich sagen, da ist auch einiges passiert jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, danach halt auch die Branche müssen sie in diesem Thema zusammenlaufen und nicht auseinanderdividieren. Weil eben, gerade bei den grossen Themen, wo dann Giganten kommen, dann wird es heikel, dann wird es schwierig. Und ich glaube, wo wir einfach darauf schauen müssen, ist, dass wir die Kundenschnittstelle, dass wir die nicht aus der Hand geben. Weil, ja, man sieht es ja bei Uber, bei Airbnb und so weiter. Was machen die? Die hocken genau auf die Kundenschnittstelle. Oder? Und wenn wir dort nicht achtsam sind, die eben nicht aus der Hand zu geben, sondern im Gegenteil zu schauen, dass sie für den Kunden einfacher, klarer, schneller wird, dann glaube ich, kommt es gut. Und sonst wird es schon auch schwierig werden. Jetzt gerade die letzten Tage hat mir sehr Eindruck gemacht, dass ja offenbar Watson von IBM Krebsdiagnose gemacht hat, die die Ärzte nicht gemacht haben, und zwar in 10 Minuten. Das zeigt einfach, dass die künstliche Intelligenz eine unglaubliche Kapazität hat. Klar, am Schluss entscheidet medizinisch da der Mensch. Und ich glaube, das kann durchaus auch in unserer Branche Einzug halten. Es gibt einfach immer mehr Möglichkeiten, wie man mit dem Kunden kann kommunizieren kann. Ja, eine Vision ist, dass es vielleicht irgendwann mal noch nicht in allzu ferner Zukunft der quasi digitale Generalberater, Generalunternehmer gibt, wo dem Kunden nicht nur seine Bankgeschäfte organisiert und abwickelt, sondern gerade auch all seine Versicherungen, alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat. Das Ganze geht dann vielleicht auch noch in die Steuererklärung rein. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das klassische Bankgeschäft trotz allem wird überleben, wenn man so will. Es wird der Bankberater nach wie vor brauchen. Es gibt auch in 10 Jahren noch Filialen, da bin ich überzeugt, wo der Mensch hineingeht, sich beraten lässt. Aber eben der Berater, der wird immer mehr auch von diesen Möglichkeiten unterstützt und noch besser gemacht. Und ich glaube, insgesamt wird die Qualität der Beratung wird steigen. Und ich meine durchaus, dass wir da in der Schweiz eine Chance haben, nicht nur jetzt auf dem Finanzplatz, auch in anderen Bereichen, sei es Storage oder was auch immer, dass wir da durchaus auch wieder in Nischen, aber dann international gewisse Rolle können spielen. Was genau noch alles danach passieren wird, das entsteht wieder aus dem heraus, das entsteht wieder am nächsten Innovationsworkshop, den wir machen. Aber heute schon zu sagen, wir machen dann noch das und dann noch das, das ist fast nicht möglich. Weil eben dort ist es so, wir haben so viele Ideen, dass man manchmal eine leider, muss man sagen, muss in die Schublade tun oder auf die Seite tun, weil eine andere einfach schneller Ertrag und Gewinn verspricht. Und das ist manchmal ein bisschen schade. Aber irgendwo ist dann halt schon die Ökonomie, die am Ende des Tages halt schon auch noch sehr, sehr wichtig ist.